Und damit deine Hälse willkommen zu diesem coolen Review von einem sehr coolen, vor allem auch schönen, ausgefallenen Set aus der Staffel 5. Es handelt sich um den Drachen vom Meister Wu aus der Lego Ninjago Reihe. Ein sehr cooles Set. Ist hier noch ein bisschen unvollständig. Ist tatsächlich auch nicht mein Set, ist das Set vom Bricker. Deswegen wollen wir uns mal genauer angucken. Und da starten wir auch erstmal bei dem damaligen Preis. Der lag ungefähr bei 40 Euro. Und heute bekommt man es auch so für 50, 60. Mal gucken, wo man es halt so bekommt. Kann man jetzt nicht speziell sagen. Exklusives Teil ist auch, glaube ich, nur dieser weiße Blaster. Falls nicht, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren darüber aufklären. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall ein exklusives Teil ist. Ja, dann starten wir erstmal sofort mit den Details. Let's go. Ja, und zwar haben wir als erstes natürlich den Kopf generell, der ist ja weiß gehalten. Da haben wir erstmal so eine gelbe Untergrundzunge, sage ich jetzt mal. Das sieht man von der Seite so ein bisschen. Hier muss ich sagen, ist die Farbe nicht so gut ausgewählt, finde ich. Hier hätte man sich halt rot nehmen können oder irgendwas anderes. Das ist dann befestigt mit so diesen orangenen Technikarm. Und dann darunter haben wir auch nochmal so einen gelben Pin. Hier nochmal so zwei von diesen Pin. An sich finde ich den Kopf trotzdem wirklich schön und gut gelungen. Hier oben haben wir zum Beispiel auch nochmal weiße Croissants. Und halt nochmal, wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, ich glaube, das ist exklusiv, dieses Teil. Diese Blaster. Hier nochmal diese Schweifen und halt hier auch nochmal an der Seite. Ich kann das nochmal so hoch machen. Diese Teile. Und das verleiht den auf jeden Fall so einen schönen Look von diesem Drachen. Das Auge ist hier noch so hellblau, ist in so einer Augenhöhle. Und ja, hier ist es auch noch so abgerundet. Ich glaube, es sollen hier so ein bisschen die Ohren oder so sein. Insgesamt sieht der ziemlich gut aus. Da haben wir so ein kleines Knickgelenk dazwischen, um den Kopf wirklich hier gut zu bewegen. Aber er geht nicht, also es geht so. Man kann den Kopf so geht so bewegen, weil es gehen halt gerne mal diese Teile hier oben ab. Das sieht man ja, wie hier das befestigt ist. Aber an sich ist das andere Kugelgelenk, also man kann damit auf jeden Fall ganz gut spielen. Und das geht halt hier so hoch und runter. Hier haben wir dann erstmal so einen kleinen Tisch. Und natürlich nochmal Meister Wu hier oben auf seinem Sittel sitzen. Der ist in Braun gehalten. An der Seite haben wir nochmal einen Stock für ihn. Also da haben wir die Möglichkeit, das hier so festzuhalten. Und auf der anderen Seite nochmal so eine Flagge. Da sind leider Sticker drauf. Aber okay. Dann die Flügel können wir uns auch nochmal ganz kurz angucken. Sind mit so Technikteilen gebaut. Das sieht trotzdem ziemlich gut aus insgesamt. Die sind hier auch mit so einem Kugeljoin dran gemacht. Deshalb man kann die wirklich extrem gut eigentlich bewegen. Hoch und runter auf jeden Fall. Zur Seite, nach vorne, so ein bisschen. Zu vorne so ein bisschen schwierig. Aber an sich geht das auch eigentlich. Gucken wir uns hier die Beine an. Die kann man halt entsprechend so nach hinten klappen und hier hin klappen. Man kann ja auch so drehen. Was man nicht machen kann, ist, man kann die nach oben und nicht nach oben und nicht nach unten machen. Die sind halt relativ leicht gebaut, schlicht gehalten. Und hier unten haben wir nochmal diese Technik, ja, Teile. Diese Technik-Füße, sage ich jetzt mal. Und nochmal ein nettes Detail ist auch nochmal von den unten hier. Da haben wir nochmal diese, ja, diese Geonosis-Braun, sage ich jetzt mal dazu. Akzente, hier nochmal diese Tassen daran hängen. Ich weiß auch nicht genau, was das sein soll. Und dann halt hier nochmal diesen goldenen Schweif. Sieht eigentlich ganz nett aus von der Seite. Wie gesagt, man sieht hier am Körper nicht wirklich viele Stats. Hier oben haben wir das gleiche, halt nochmal mit so weißen Teilen. Ich muss sagen, hier diese Goldakzente gefallen mir eigentlich recht, recht gut. Hier haben wir nochmal so ein bisschen beige. Die Beine sind fast identisch und die stehen halt auch entweder so oder halt nach innen geknickt. Kann man genauso gleich bewegen wie die vorderen. Hier hinten dann der Schwanz. Dann kann man erstmal natürlich hier nochmal dieses Gelenk, das ist auch identisch. Hier vorne zu diesem Gelenk und hier hinten haben wir dann alles aus so Technikteilen gebaut. Den kann man. Und das soll es an sich schon gewesen sein. Wie gesagt, ihr könnt ja mal die Meinung in die Kommentare schreiben, was wie ihr halt dieses sehr coole Set findet. Ich persönlich, wie gesagt, habe ich ja gerade schon erwähnt, finde ich es eigentlich sehr, sehr cool. Und ciao.